Ja, herzlich willkommen. Es gibt jetzt verschiedene Videos zum Thema Ring. Heute fange ich an mit einem einfachen Grundring mit einer Textur drin und zwei verschiedene Arten, wie man Steine setzen kann. Einerseits direkt reindrucken und andererseits eine Fassung machen mit der Spritzmasse. Anfangen tue ich, indem ich meine Größe messe, die Ringgröße, und dann nehme ich so ein Messband dazu. Und da kann ich meine Ringgröße bestimmen. Das ist jetzt ein bisschen satt. Ich habe etwas 8. Ja, genau. Dass hier einfach gut an- und abgeht. Wichtig ist, dass ihr jetzt einen Grössenzuschlag macht, weil das PMC hat ja eine Schwindung von etwa 10-12%. Und darum muss ich einen Grössenzuschlag machen. Da kommt es auch ein bisschen darauf an, wie hoch das brennt, weil je höher das brennt, desto mehr Schwindung hat es. Ich tue jetzt in meinem Fall bei 700 Grad brennen und 10 Minuten halten. Und da habe ich einen Grössenzuschlag von 2 Grössen. Also ich habe von Grösse 8 auf Grösse 10. Dann nehme ich meine Ringregel und schaue, wo er ungefähr ankommt. Ich nehme dann ein Backtrennpapier. Und tue das hier, wo er etwa ankommt, drum wickeln. Und mit Klebstreifen tue ich das oben und unten anmachen. Das ist wichtig, dass ihr hier ganz genau arbeitet, dass die Größe nachher auch stimmt. Also ich tue es oben und unten anmachen und nicht einfach nur in der Mitte durch. Dann nehme ich nochmals das Messband. Und jetzt ist wichtig, dass ihr genau anzeichnet. Das tue ich in der Kürze, tue ich das immer noch mal kontrollieren, weil wenn das nicht genau stimmt, also wenn es zu wenig hingezogen wird oder zu viel, dann stimmt die Größe nicht und dann stimmt der Ring nachher nicht. Also wichtig, wirklich genau arbeiten. Ich tue es jetzt hier markieren. Bevor ich anfange, fette ich noch meine Hände. Dazu nehme ich ein bisschen Handpalm. Und dann fahre ich auch noch ein bisschen hier drüber und hier drüber, damit es nicht kleben bleibt. Dann nehme ich mein Päckchen. Ich nehme jetzt so 15 Gramm, das reicht gerade für den Ring. Den Rest, der mit hier kleben bleibt, kann man mit einem Skalpell gut auch noch dazu nehmen. Dann tue ich hier die zwei Auswahlblättchen. Die haben jetzt eine Dicke, das eine von 2 mm und das andere von 1 mm. Drin tue ich immer die Dicke 2 mm machen. Am Anfang ist das sicher gut. Mit der Zeit, wenn ihr wirklich Übung habt, könnt ihr auch 1,5 mm dick nehmen, wenn ihr Struktur drin habt. Aber am Anfang lieber 2, weil es ist doch ein bisschen zerbrechlich und nicht, dass ihr dann den Ring gebrochen habt. Das wäre ein bisschen schade. Dann nehme ich so eine Acrylplatte und mache ein Würstchen machen. Dann nehme ich die 2 mm. und 1 mm drauf und rolle sie mal einigermaßen runter. Und jetzt kommt die Textur drauf. Hier habe ich so eine Connected Dots, heisst die. Die finde ich sehr schön für Ring. Die muss man vorher einsprayen. Zum Einsprayen nehme ich hier so ein Trennmittel. Man kann aber auch Olivenöl nehmen.
und kann es aufpinseln. Wichtig ist aber, dass es nicht zu viel drauf ist, sondern einfach gerade genug, dass es schöne Trennschicht gibt. Dann lege ich das an. Lege den Clay drauf. Und dann nehme ich 3 mm weg. Die brauche ich nicht mehr. Und nur noch 2 mm. Und die lege ich dann so drauf, dass sie auf der Textur sind. Also nicht daneben legen und dann rollen, weil sonst ist es flach. Sondern wirklich so daneben. Und dann tue ich das vorsichtig abrollen. Dann kann ich das wegnehmen. Jetzt habe ich schon eine schöne Textur. Wenn es nicht ganz regelmäßig ist, kann ich auch die zwei Blättchen nehmen und kann es hier noch ein bisschen zusammendrücken, damit es schön gerade ist. Wenn es jetzt sehr unregelmäßig wäre, kann man es auch hier noch ein bisschen abstechen mit diesen Spachteln. Dann nehme ich mein Ringholz und lege es drum. Und jetzt kommt der schwierigste Teil vom Ring, und zwar zusammen machen. Also zuerst tue ich den mal so übereinander legen und tue ihn dann gerade runter durchschneiden. Dann nehme ich das untere. Jetzt sind es zwei Enden und die nehme ich beide weg. In vielen Büchern steht, dass man ihn hier zusammen machen kann und dann auffüllen mit der Spritze. Das mache ich aber nie, weil es ist wichtig, dass die Verbindung wirklich stabil ist und dass eine grosse Fläche ist, die sich verbindet. Und darum tue ich hier das Ende mit dem Skalpell ein bisschen anschrägen. Hier nehme ich das Skalpell wie einen Spachtel. Also schauen, dass sie es schön flach nehmen und nicht einschneiden. Sondern wirklich schön flach. Und dann mache ich es ein bisschen nass machen. Und tue mit der Spritzmasse. Tue ich hier, oder man kann auch Paste nehmen, kann man hier etwas auffüllen, damit es hier wirklich eine gute Verbindung gibt. Dann nehme ich den Unterteil und tue es drum legen. Und tue es dann mit dem Skalpell andrucken. Und wichtig ist, dass man hier die Struktur, ein bisschen auf die Struktur, wie die Struktur ist. Und dann kann man die Struktur wie ein bisschen anpassen. Also ich tue die wie ein bisschen nachmachen, sodass man nachher fast keinen Übergang mehr sieht. Was auch ein sehr gutes Werkzeug ist, ist der Gummipinsel. Den benutze ich sehr gerne für so Übergänge. Da kann man zum Beispiel auch auf der Seite noch ein bisschen. Hier zum Beispiel mache ich jetzt die Pünktchen wie ein bisschen nachmachen. Ich setze jetzt hier drei Steine. Eins mache ich mit Fassung machen und zwei drücke ich ein. Die Zirkonias, die haben einen solchen Querschnitt. Und wichtig ist, dass diese Kante hier, dass die gefasst ist. Also drücken Sie so abdrucken, dass sie hier oben, die Oberfläche mindestens gleich hoch ist, wenn man sie eindruckt. Oder sogar noch höher. Also man darf es auch noch ein bisschen abdrucken. Weil durch das, dass nachher das Ganze schwindet, tut es hier die
Kante fassen. Also es wird hier enger und die Kante wird gefasst. Also man sieht es auch gut, wenn man oben drüber schaut, dann darf man den Stein nicht sehen. Ein grosses mache ich mit Fassung machen und die zwei kleinen mache ich einsetzen. Zuerst mache ich mal das grosse platzieren, das wird ich hier haben. Dann mache ich mit der Pinzette ein Loch machen. Und tue es dann so einsetzen. Hier seht ihr jetzt, das würde noch oben rauskommen. Das sieht man noch von hier. Also das würde auch wieder rausfallen. Das könnt ihr auch schauen. Wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr Steinli nebenzu legen. Ups. Das ist immer ein bisschen knifflig. Nebenzu legen und schauen, ob es hier drüber kommt. Und so sieht man auch, ob es passen würde. Dann nehme ich den Stein wieder raus und mache mit der Spritzmasse eine Fassung machen. Das ist sicher nicht ganz einfach. Also wenn ihr das macht, dann vielleicht zuerst ein bisschen üben. Und zwar lege ich hier ein Würstchen drumherum legen. Und mache so ein kleines Türmchen. Das muss man genug hoch machen, damit es auch genug Masse hat. Dann mache ich es mit einem feuchten Pinsel ein bisschen zusammendrücken und tue es auch ein bisschen richten. Damit es nachher auch eine schöne Fassung gibt. So. Dann nehme ich den Stein und tue ihn so drauflegen. Und dann kann ich ganz vorsichtig abdrücken. Dann tue ich noch mal ein bisschen schöner mit dem Pinsel. Das kann man auch nachher noch schleifen, wenn es trocken ist. Machen nicht zu viel dran jetzt. Lieber, wenn es trocken ist, weil es ist einmal ganz schnell, dass es verdruckt. So. Und dann, um die anderen Steine zu setzen, tue ich mir jetzt überlegen, wo ich die hin habe. Ich tue hier eins setzen. Da mache ich auch einfach nur ein Loch. Ein Steinchen nehme ich dann so in die Hand und dann kann ich es gut fassen. Mit dem Spitz nach unten tue ich es dann hier ins Loch hier, das ich vorbereitet habe, mit dem Spitz drauflegen und tue es dann mit der Pinzette von oben her ganz vorsichtig abdrücken. Das andere mache ich hier hin. Auch wieder ein Löchchen machen. Steinchen nehmen. Und dann vorsichtig reindrücken. Was ihr auch schauen müsst, ist, wenn ihr die Steinchen drin habt, dass sie schön gerade drin sind. Das passiert damit auch, dass sie leicht schräg ist. Braucht ein bisschen Übung. Muss einfach so ein bisschen schauen, ein bisschen hin und her bewegen. Und dann sieht man es dann schon, ob es wirklich gerade ist. Zum Trocknen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Ring einfach mal ein, zwei Tage sein lassen, dann trocknet er von selber. Ich persönlich nehme immer einen Föhn und mir hat mal jemand so ein Metallding gebastelt
wo ich den Föhn einfach rein tun kann. Wenn ihr kein solches Metallding gestellt habt, dann kann man auch selber etwas machen. Das ist so dicker Aluminiumdraht, den kann man im Bastelgeschäft haben. Und da habe ich mir so irgendetwas gebastelt, das ich dann anschauen kann. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Dörex, ja, oder im Backofen kann man ihn auch trocknen bei 80 Grad. Ja, schaut einfach, was euch am besten geht. Zum Trocknen mit dem Föhn braucht es so etwa eine Viertelstunde. Ich tue so nach 10 Minuten den Ring einmal wegnehmen, ganz vorsichtig, und tue ihn offen noch anlegen, damit er innen auch schön trocknet. Der Ring ist jetzt schön trocknet und jetzt geht es darum, dass man ihn schön schleifen, damit man ihn im Ofen brennen kann. Jetzt schaue ich den Ring an und schaue, wo es noch Stellen hat, wo ich schön machen muss. Also zum Beispiel hier ist es noch nicht so schön zusammen. Auch hier die Stelle muss ich etwas machen. Und sonst schaue ich, ob es Risse hat, ob es schön gleichmäßig ist. Zum Zeiten vom Ring schön schleifen, nehme ich so eine Nagelfeile. Die hat eine grobe und eine feine Seite. Und dann tue ich den so anlegen und tue mal ganz fein mit der groben Seite so leicht drüber gehen. Tue ihn dann umdrehen und dann von der anderen Seite auch. Dann nehme ich die feine Seite, damit die groben Krätzchen wieder rausgehen. Dann nehme ich die Schleifschwämmli. Hier habe ich jetzt drei verschiedene Grössen. Das eine ist ganz grob, dann ein mittels und ein feines. Und zuerst fange ich an mit dem ganz groben. Das ist das Medium. Durch das, dass wir den Ring 2 mm dick gemacht haben, hat es breite Kanten gegeben. Die möchte ich aber jetzt ein bisschen verfeinern, damit er schön fein aussieht. Und darum tue ich hier von innen her schön rausschleifen. Und auch innen fahre ich mal noch leicht drüber. Dort darf man natürlich nicht zu viel nehmen, weil sonst plötzlich ist er dann zu gross. Auch von außen her tue ich ganz fein, aber wirklich vorsichtig, damit ich die Struktur nicht kaputt mache, tue ich die Kanten leicht brechen. Beim Ringheben immer vorsichtig mit drei Fingern heben und gleichmäßig Druck geben, weil das ist die grösste Gefahr, dass er kaputt geht. Dann mache ich hier die Struktur noch etwas schöner machen. Hier fahre ich jetzt noch ganz wenig drüber, dass er hier schön rund ist. Ich arbeite noch gerne mit dem Skalpell. Mit dem kann man schön so ein bisschen modellieren. Dann nehme ich das mittlere. Schleifschwämmli hier. Das ist jetzt super fein. So kleine Risschen hier, die tue ich dann mit der Spritze auffüllen. Hier gehe ich einfach mit der Spritze an und tue ein bisschen Masse rausdrücken. Und tue sie dann ganz fein mit dem Finger, also die Risschen eindrücken. Das muss man manchmal 2-3 Mal machen. Auch hier auf der Seite sieht man noch die Verbindungsstelle. Hier auch.
Und auch hier, wo es noch nicht schön ist, kann ich auch wieder ein bisschen auffüllen. Es gibt Strukturen, die kann man sehr einfach nachmachen und es gibt solche, die sind ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich kann man meistens die Struktur wieder so ein bisschen herrichten, sodass man keine Verbindungsstellen mehr sieht. Und dann nehme ich vom ganz Feinen hier, das ist das Mikrofein. Und mit dem streiche ich auch noch ein bisschen über die Fassung. Und dann auch über die Textur noch ein bisschen. Also die Textur geht nicht kaputt durch das, das ist ja ganz fein, sondern es tut die Oberfläche einfach noch ein bisschen schön glatt machen. Und wenn er dann richtig schön versäubert ist, dann brenne ich ihn. Die Verbindungsstelle ist noch nicht ganz schön, da muss ich jetzt noch ein bisschen drüber schleifen. Manchmal muss man ein bisschen auffüllen und dann wieder drüber schleifen und wieder ein bisschen auffüllen, bis es schön ist. Bevor das in den Ofen kommt, kontrolliere ich noch mal überall schön, kontrolliere, ob er schön geschliffen ist. Und dann nehme ich auch noch die Staubbürste. Man kann auch sonst eine trockene Bürste nehmen. Und fahre hier über die Steine rüber, sodass der Staub wegkommt. Und auch hier so ein bisschen in den Strukturen rein. So, und jetzt kommt er in den Ofen. Das Erste, was ich natürlich mache, ist probieren. Ja, gut, wunderbar. Was ich dann noch schaue, ist, manchmal kommen sie so ein bisschen oval zum Ofen aus. Und dann nehme ich so einen Ringregel und tue ganz vorsichtig rumklopfen. Mit einem Büffelhuthammer, man kann auch einen Kunststoffhammer nehmen. Und jetzt ist er richtig schön rund. Dann, wie ihr seht, hat es hier so eine weiße Schicht. Das ist die Kristallisationsschicht. Die tut man jetzt wegbürsten. Und dazu nehme ich so eine Stahlbürste. Und jetzt sieht man schon, wie es silbrig wird. Das ist wichtig, dass man die weiße Schicht wirklich vollständig wegbürsten. Weil sonst kann es sein, dass hier dass in die Kristallien so Dreck hockt quasi und das wird dann nachher so dunkel werden, je nachdem mit Seifenresten und so. Und dann sieht das fast aus wie angelaufen. Der Rand auch noch und natürlich auch innen. Was ich jetzt mache, ich tue mit dem Polierstahl oben drüber fahren und zwar da, wo die Fassung ist. Mit dem Polierstahl verdichte ich quasi Silber, sodass es glänzt. Und was gerade schön ist, ist, wenn man hier bei den Erhöhungen drüber fährt, dann wird es so schön dreidimensional. Und auch hier, den Rand, fahre ich schön drüber, dass er schön glänzt. Man könnte natürlich den Ring auch schwärzen, noch. Dann kommt sicher auch die Struktur noch viel mehr raus. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das Video schauen vom Patinieren. So, der Ring ist jetzt fertig und ich finde, er ist richtig schön geworden. Und auch hier unten sieht man praktisch keinen Übergang mehr.